Grüß Senk, der Weile ist wieder am Rohr und ich darf ihn zurück begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von Thief. Ich und der Garrett, wir zwei gespannt, wir werden uns jetzt aufmachen und probieren auszufinden, was nach dem missglückten Bruch, bei dem die Erin angestürzt ist und möglich höchstwahrscheinlich ums Leben gekommen ist, schiefgegangen ist. Einzige oder sagen wir so stärkste Spur, stärkste Richtung, die wir haben, ist der Basso. Und wir erinnern uns, das ist der Kollege, der auch den Auftrag erteilt hat, ins und der Erin gemeinsam im Herrenhaus von Baron Northcrest den Primal Stone, wie übersetzt man das? Den Ursprungsstein zu klauen. Der kommuniziert mittels Spatzenpost, wie wir es das letzte Mal genannt haben, sollte heißen, mittels kurze Nachrichten, die er da auf Zentholzschachteln schreibt und dann per angerichtete Vögel zumindest da aufs Fensterbrett legt. Da hat sie über die seitdem wir da mit der Erin angestürzt sind, einiges angehäuft, schaut's aus. Überhaupt, dafür, dass man jetzt nicht erinnern kann, was war, also es ist, der Absturz kommt, den wir gestern für, schaut die Wohnung relativ versifft aus, also wir haben da Zentimeter dicke Staubschichten, nisterte Fegel, Spinnweben und, also, es ist eher nicht ganz bewusst in Garrett, wie viel Zeit das jetzt wirklich vergangen ist, seit dem Fehlschlag da in der Northcrest Manor. Jo, der Basso, das haben wir in der letzten Runde auf einer so einer frisch eingeflogenen Zentralschachtelbotschaft gelesen. Der hätte gern, dass wir uns mit ihm im Wirtshaus namens Crippled Burick treffen und... Ich sage mal, da schauen wir jetzt beinhart hin. Jo, das liegt am Stone Market, da fragt das Spiel höflich nach, ob wir wirklich hinschauen wollen. Ja bitte, das wollen wir. Ich frage mich, wie der da immer aus- und einsteigt aus sein Zimmer. Muss ja ein Mutsauftrag sein. In 2 days send men to claim his property for the crest. So. Da sind wir am Fuße des Watchtowers. Also nein, er geht eh, der schaut, er geht ja gut. Geht durch dir. Langweilig. Ein Butzel dieser Garrett. Over to the Burick. In a bit. Ugh! That piss they sell might wash the taste of sleep. Was trinkt da ein mein Monokel? Es ist kein Reh, es ist kein Bockel. Aber ein von innen illuminiertes Fenster. Und das verheißt Verblüht. Guten Tag. Das Fenster, wo das Fenster ist, da schauen wir mit Konzentration und mit Erfolg. Wenn er übrigens irgendwo obi hupft, dann bleibt er automatisch in die Knie, also im Crouch-Mode. Ganz praktisch. Und da ist ein Actual-Fenster. Das ist übrigens der Baron Northcrest, die Büste da. In hell, auch nicht viel besser zu sehen. Naja, es ist halt Nacht und es ist halt nicht gerade hell erleuchtet da herein. Da hängen Instructions an der Wand, die lesen wir kurz, Sekunde. New instructions. Regards the reports from your quacks on handling of the gloom situation.
I propose that you draft a new report based on the following guidelines. I want to encourage a steady flow of glumer through the works for processing. Upwards of 100 a day should suffice. I understand the sickness can develop with dramatic speed. Indeed, a man who might have appeared perfectly well at the evening could be found on a death card come the morning. In that case, his house should also be thoroughly cleared before condemnation. Your assistance in this matter will be appreciated. The Thief Taker General. Ja, also ein Mensch namens oder mit dem Titel Thief Taker General hätte gern, dass man mindestens 100 Hinige Gloomers, also von der Seuche, der Gloom, der Hingerafte, in die Works transportieren. Zu welchen Zwecken auch immer, aber es klingt nicht recht appetitlich. Also nicht wir, Entschuldigung, die City Watch, wir sind da offensichtlich in einer Wachsturm. Schau, da gibt es noch was zum Lesen. Das werden wir uns auch gleich einschneiden. Zeitungsartikel. Ein Zeitungsartikel mit dem Titel Lockdown. Und dann ein Datum, das ich nicht entziffern kann, 621NRY842. The streets rang with the cries of the watch, ever vigilant against the ongoing plight of the gloom. The great gates closed, the curfew was called, and nary was a dutiful citizen seen in the streets. Captain of the watch, Orsley Durham, called it the most successful quarantine measure to date. This lockdown is for the safety of our valued citizens, he said, overseeing the closure of Traitor's Gate this evening. And we have the Baron to thank for everything, he added, before returning to Dayport. What a truly modest hero of the city. Jo, Rainer Maria Propaganda. Das ist jetzt mal mittlerweile der zweite oder gar dritte Zeitungsartikel, der aus der Gloom, also aus der Pest, die da umgeht, probiert auf verschrobene Art und Weise eine Leistung vom Baron zu machen. Ja, we have to the Baron to thank for everything. Wir müssen für alles, was so super ist, dem Baron danken, weil die Quarantäne und die Ausgangssperre, das sind alles Errungenschaften für unsere hochgeschätzten Bürger. Naja, die krepieren trotzdem furchtbar und qualvollst weiter im Katsch. Aber die lustigen Medientrans halt, wie es der Baron braucht, schaut's aus. Okay. Da hilft noch eins ausrahmen, was nicht zugeschraubt ist. Brieföffner hier, ein Flaschenöffner da, aber auch einen kleinen Wandstrich. Wow. Ja, Tresore sind zum Knacken da. Man kann das theoretisch auch rein noch Gehör machen. Ich habe das zwar noch nie probiert, aber es geht. Also ich kann mir diese Aufbruchshilfen, die Ringe, die kann man ausschalten, dann kann man es wirklich rein noch Gehör aufmachen. Stimmt, aber ich habe noch nie gemacht, stimmt, wirklich ziemlich langwierig vor. Aber bitte, für Puristen, auch daran hat man bei Ubisoft Montreal gedacht. So, jetzt machen wir einen letzten Scan. Schaut clean aus. Da hinten gab es ein Fenster, aber das ist zugestört. Naja, schleichen wir jetzt wieder. Wir wollen ja sowieso ins Wirtshaus und nicht... Warte mal, haben wir das schon genommen? Ja, sicher, oder? Ja. Wir wollen ja sowieso ins Wirtshaus. Aber hey, wenn die Kohle am Weg liegt... Da ist er ausschauen, tut schon cool. Mir gefällt das Setting ausgesprochen gut. Das ist alles sehr düster, alles sehr steampunky, gothic.
Ja, was ist? Hau die Obi, Garrett. Da hat er sie wieder nicht. Streng. Ups. Tschüss. Irgendwie steh falsch. Ah ja. You know what I miss? The sound of horses. So, da brauchen wir nicht mehr schleichen. Das ist jetzt aus, der Creeper Break. Und da gibt es mehr als Bier, da wohnt nämlich auch der Basso. Was heißt nicht im Wirtshaus, aber am Wirtshausgelände. Und da ist er auch schon. Hey Basso. I would have went for the pickle jar, Basso, a lot more weight. Garrett. Shit. I see you still can't work a door. You don't come to see me, you don't write. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? I don't know. You don't know? Fine, forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. I don't have time for this. Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness, not to mention the thief-taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I need you to obtain a ring for me. Getting married? Never again. Ah, you mangy bird. I swear one day I'm gonna have you made into a hat. And lose the brains of the outfit. I'm running out of fingers. Good job, Basso. Good job. Yeah, right. Belongs to a guy named Cornelius Greaves. One of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his boots. Ah! Here you go. What's the catch? He's dead. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Challenge? We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old foundry near Cinderfall. Crawling with the Baron's guards for some reason. Now, best way to that place is through the old chapel. And, don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't tax what you can't catch. Yeah, get out of here. And you use the door, please? Still, it's good to see you. So, das ist also der Basso, unser Auftraggeber, unser Fans, also eigentlich unser Hehler. Und das lese ich schon vor. Basso often has side jobs to complete. Check in with him regularly to see what he has lined up. Das heißt, der gibt da auch zwischendurch so Nebenquests und so weiter. Und wir haben meiner Meinung nach in der Videosequenz da jetzt recht... ja, man kann es ruhig eindrucksvoll nennen, eindrucksvoll gesehen hat, ist, dass der Garrett und der Basso mehr als nur eine berufliche Beziehung zwischen Kriminellen haben, wenn man so einmal ausdrucken möchte. Das ist, es schaut für mich, hat das, und das ist, ich finde, es ist gut gespielt. Man merkt, der Basso, der kann das gar nicht glauben, dass der Garrett da wieder vor ihm steht plötzlich, und dann wird er krantig, weil, ah du Arsch, was riechst du nicht, ich meine, ihr seid beide tot, du und die Erin. Dann geht er zwar direkt in Medias Res und druckt dem Garrett quasi gleich einen neuen Auftrag in die Hand, aber wieder Garrett sich dann relativ leise und nüchtern wieder schleicht, wie er schon weg ist, sagt er noch hinten nach, ja, übrigens, schön dich wieder zeigen, nicht? Also das ist
dürfte sie um eine freundschaftliche Beziehung zwischen die zwei handeln. Der Garrett macht sogar Scherze mit ihm und das ist für den Charakter Garrett überhaupt nicht typisch zu scherzen. So. Um was es geht bei dem Auftrag ist ein Ring von einem gewissen Cornelius Greaves, irgendeinem Adeligen. Ja, sollte der Garrett beschaffen. Das Problem ist nur, dieser Cornelius Greaves, der hat das Zeitliche gesegnet. Der ist vor kurzem an der Glung gestorben. Und die Quellen von Basso sagen, dass er den Ring allerdings nie angenommen hat. Und jetzt sollte der Garrett in eine alte Foundry, in eine alte Schmiede, die im Ortsteil Cinderfall liegt, schauen, weil aus irgendeinem Grund sammeln sie dort die Leichen. Und da sind allerdings, muss man dann aufpassen, seltsamerweise haufenweise Wochen vom Baron, die da rumlungen und ja, Leichen sammeln. Mehr schaut's aus, weiß der Basso auch nicht und der Garrett schon gar nicht. Ne? Und was noch aufkommt, ist, dass ein ganzes Jahr offensichtlich dem Garrett fehlt, weil das ist der Grund, warum er am Anfang so grantig ist, der Basso, dass er ein Jahr lang nichts hören und sehen lassen hat für sich, der Garrett. Also es fehlt wirklich und wahrhaftig mehr als nur ein Abend, was auch immer im Herrenhaus vom Baron passiert ist, damals mit der Erin. Es hat den Garrett ein ganzes Jahr lang ausgeknipst. Ja, der schnellste Weg zur Foundry in Cinderfall ist durch die Old Chapel, die alte Kapön oder die alte Kirchen, und in der Old Chapel ist ganz nebenbei befindet sich irgendwie das Hauptquartier von der Queen of Beggars. Und die Queen of Beggars, das ist eine ganz interessante Person, bei der werden wir vorher noch kurz vorbeischauen. Und natürlich auch bei dem Herrn da, der verkauft nämlich gute Sachen, wie zum Beispiel Broadhead Arrows, Fire Arrows, Water Arrows, Choke Arrows, Rope Arrows, Blunt Arrows, Flash Bombs, Poppy. Poppy, das habe ich glaube ich in einer vorhergehenden Episode angekündigt, ist ein relativ wichtiger Bestandteil von Thief. Das ist nämlich die Energie fürs Konzentrieren. Sei dort nichts anderes als Mond, Schrägstrich Opium, Schrägstrich Heroin. Und das ist, wie man aus der viktorianischen Zeit ja weiß, und in einem Paralleluniversum der realen viktorianischen Ära spielt ja Thief, die Basis auch für die berüchtigten Opiumhöhlen. So um die Jahrhundertwende um war es in London ja en vogue, gerade für Künstler und Adelige, dass sie sich ordentlich mit Opium wegpfiffen haben. Oder gar mit Heroin. Da gibt es vor allem in der Literatur, der Lord Byron zum Beispiel, notorische Opiumraucher oder als literarische Figur der Sherlock Holmes. Vom Arthur Conan Doyle, der hat sich sogar als Heroin gespritzt in die Romane. Also das hängt auch damit zusammen, dass zu der Zeit aus dem britischen Empire haufenweise asiatische Arbeiter in England mehr oder weniger antransportiert worden sind als billige Arbeitskräfte, und die natürlich da die Opium Kultur richtig en vogue und Opium erst so richtig benutzbar und erschwinglich gemacht haben. Ja, Poppy, also kann man sich reinpfeifen, macht nicht nur high, verstärkt beim Garrett auch die Konzentration auf seltsame Art und Weise. Aber nur, dass ihr es wisst. Was zum Essen brauchen wir auch nicht, da kann man dann auch Sachen verkaufen, aber da sehen wir, das ist das Zeug, das wir haben, das werden wir uns gehalten. Das ist wichtig, Werkzeug kann man bei dem Kollegen da kaufen, Wrench, also ein Schnellschrauber, mehr oder weniger. Kaufen wir gleich, kann man wirklich Sachen oben montieren.
Oder Bow Balancing, also so Stabilisatoren für den Bogen, Bowshot Strength, stärkere Sehnen, Quiver Capacity, also größere Köcher, Leather Hardening für die Rüstung, also gehärtetes Leder für die Rüstung, Blackjack Damage kann man erhöhen, mehr Wumps für die Gummiwurst. Und die Lockpick Quality kann man erhöhen, indem man bessere Dietriche kauft, mit dem man schneller Safes und so knacken kann, also Schlösser knacken kann. Und nachdem wir genug Kohle haben dafür, werden wir uns das auch noch leisten. Das kann man nämlich alle weit brauchen. Das Zeug übersetzt sich eins zu eins mit weniger Sensitivität beim Lockpicken. Das heißt, du hast mal schneller am weißen Punkt und kannst schneller die Dirndl anschauen. Ja, ebenfalls danke daher. Und weiter geht's im Schweinsgalopp. Auf in den Stone Market, wo der Übergang zu Cinderfall sich befindet, aber auch eben der Chapel, die Old Chapel und die Queen of Beggars. Morningside, allerdings mit OU. Hat also nichts mit guten Morgen zu tun, eher mit Trauergesang. Und wenn man sich so umschaut, scheint den Leuten hier, was ist denn jetzt los? Achso, jetzt sind wir so. Nicht gerade die Sonne aus dem Arsch, wollte ich gerade sagen, und in dem Moment wird's hell. Klar, wie so ein Nebel zieht am Boden, es ist. Muss ich auch geil, also ich weiß nicht, was die Leute haben, wie kann man. To make it stop. Some push in their eyes or their ears. Luck wants nothing to do with destiny. Die zwei fleißigen Arbeitskräfte dort, das sind Carters. Leichensammler, was ist mit dir? Hat der 10 Millionen Jahre? Okay. Die sich drüber unterhalten, wie widerlich die und wie grauslich die Chapel on Morningside, the court of the Queen of Beggars. Wie grauslich die Seiche ist, dass sie gleich beißen sie Zungen und drucken sie die Augen aus und Schirchleibfuhlgags. Da, Denkmalschutz. Gehört schon mir. Das sind die Vorzüge eines Schnellschraubers. Und auf zur Queen of Beggars. It's a lonely night. It's best kind. Garrett, you walk a path few would wish. That's the only one I know. Quite. You know what they say about me? That you know everything that happens in this city. Not everything. Just the important things. What brings you here? Seeking my counsel? A year ago, I was at the Northcrest Mansion. Something went wrong. What happened to me? What happened to Aaron? A year ago, men who believed themselves to know best tried to control something they didn't fully understand for their own ends. The balance has shifted. We can all feel it. That's your answer. When my beggars found you after the accident, they thought you were dead. But you were not dead.
So we healed your broken body and brought you from the city to keep you safe while we waited. But then, just after the gloom started, something began to wake you. It was time for you to return home. This city grows sick. It will tell you all in time, if you choose to listen. Careful, Garrett. There are worse things in the shadows than you. Mhm. Sehr kryptisch, sehr, sehr kryptisch. Man hat jetzt in der Sequenz ganz deutlich gesehen, dass der Garrett kein Mann großer Worte ist. Ruhig, to the point, misstrauisch, ohne Ende. Er nimmt das Tee, Hefeil zwar in die Hand, trinkt es aber nicht, er stürzt wieder hin. Also er nimmt da nicht ganz entspannt einmal einen Schluckerl aus dem Hefeil, das stürzt wieder hin. Und er fragt ganz nüchtern und ruhig, mit ruhigem Ton, was ist passiert vor einem Jahr in der Northcrest Mansion. Und die Queen of Beggars, von der man sagt, dass sie alles, was in der Stadt vor sich geht, weil sie hat ja schließlich ein Netzwerk aus Bettler, die an jeder Ecke, in jedem Winkel, in jeder Gosse umherum sitzen und offensichtlich ihr dann Bericht erstatten über das, was sie so ausspielt in der Stadt. Und die Queen of Beggars sagt, dass vor einem Jahr Leute, Männer, die nicht ganz verstanden haben, was da deren probiert haben, das Schicksal ein bisschen zu zwingen. Und das hat sich allerdings als gewaltiger Fehler ausgestellt. Und die Balance hat sich verschoben und sie können uns alle spüren. Alle spüren wir es. Die Stadt wird krank. Nachdem die Bettler den Garrett gefunden haben vor einem Jahr, haben sie zuerst geglaubt, er ist tot, aber dann sonst drauf gekommen, ne? Er ist in einem Ort von Koma und haben seinen zerschlagenen Körper geheilt. Und knapp nachdem dann später, also viel später muss das sein, die Krankheit angefangen hat, die Stadt zu verwüsten, ist der Garrett aufgewacht, so als wäre es Zeit für ihn, dass er wieder heimkommt und seine Rolle spielt. Und als abschließende Warnung schickt sie ihm nur mit, pass bloß auf, Garrett, es gibt schlimmere Sachen in der Dunkelheit als dich. Ja, und mit einer leichten, ja fast Verachtung in der Stimme, hört man ihm nur sagen, ja, that's your answer, ja super, kryptisch, das war so eine Kaffeesudleserei, hätte ich mir selber auch ausdenken können, zwischen die Zeilen. Ja, aber also ich finde, das Ganze hat die Wertigkeit von den Dialogen in einem Night Shyamalan-Film. Und ich bin ein großer Fan von dem, weil es ist nicht overacted, es ist nicht übertheatralisch, es ist einfach nur, ja, das ist ein Auftragsdieb, der davon lebt, dass man nicht kennt. Dass es keiner sein Gesicht sieht. Und deswegen sucht er, also der sucht nicht in Kontakt, der redet nur mit Leuten, wenn er muss, weil jeder Kontakt ist eine potenzielle Bedrohung und das merkt man irgendwie. Ich finde, der spielt das ganz hervorragend. Na gut. Und im Anschluss haben wir noch ein Ohrringel gekriegt von der Frau Königin. Das sieht man auf F1 und Focus Upgrades. Auf der rechten Seite, wir haben da einen Focus Point gekriegt und um den einen Focus Point können wir jetzt gemütlich steigern. Da steht uns zur Steigerung zur Verfügung die Stufe 2 von Intuition. Das heißt, wir verbessern damit diese Fokus, diese Konzentrationsfähigkeit weiter und können dann mittels, man sieht es da in dem Büdel angedeutet, man sieht dann Fingerabdrücke, Handabdrücke und so weiter an den Stellen, wo wirklich wichtige Sachen liegen.
Dann die Dexterity verbessern, also im Prinzip die Geschicklichkeit, da kann man dann schneller Taschendiebstahl betreiben. Die Senses kann man pimpen. Sollte heißen, du siehst, du kriegst dann anzeigt, wirklich Geräusche anzeigt. Wenn irgendwo einer geht, dann zeigt es da mittels stilisierte Schallwellen genau die Richtung. Wir können den Combat steigern. Das heißt, wir können damit der Gummiwurst wirklich im Gefecht auch, brauchen nicht einmal mehr von hinten kennen, wir könnten damit im Gefecht, allerdings mittels relativ aufwendiger Tastenkombination, Stuns produzieren, also Gegner lähmen. Auf erster Stufe einmal für kurze Zeit, später wird es dann, das wird besser. Speed, die Geschwindigkeit kann verbessern. Das bezieht sich auf die Aktionen, die während des Bogenschießens oder im Kampf oder beim Schlösserknacken passieren. Das heißt, während man Zähne spannt zum Schießen oder sie auf einen Gegner mit der Gummiwurst konzentriert oder eben wenn man mit die Dietriche hantiert, dann verlangsamt sie die Zeit und man hat einfach mehr Zeit zum Zühen oder zum Schlösserknacken. Man könnte die Efficiency, die Effizienz ausbauen. Das heißt, pro Poppy, pro Mon, pro Opiumdosis mehr oder weniger, hält die Energie fürs Konzentrieren länger. Man könnte Marksmanship aufwerten. Das ist einfach besser zünden, mehr Schaden mit Bogen, mit Pfeil und Bogen. Und man kann Stealth verbessern. Das heißt, weniger Geräusche. Wenn man über zum Beispiel Glasscherben oder Papier oder durchs Wasser oder generell wenn beim Schleichen weniger Geräusche machen und wenn man sich konzentriert, dann kann man, auch wenn man im Licht ist, bleibt man für Beobachter dadurch dann in weiterer Folge getarnt für Sekunden. Also, aber das kann Leben retten und nachdem wir ja Schleichowitsch sind, ist der große Schleicher Zampano. Werden wir das würden. Ich will mehr schleichen im Leben. Schleichen tot dem Typen Gott. Und schon haben wir es gekauft. Wir kennen dann auch gegen Bargöt die Queen, die Frau Königin. Die hält jetzt da oben Audienz. Da kann man jederzeit hergehen und ihr dann gegen bare Münze so Fokuspunkte low kaufen und dann steigern. Aber warte, schauen wir nochmal nach. Momentan glaube ich, schaut es mit dem Dark nicht besonders gut aus, oder? Was ist denn das überhaupt? Warte mal. Ist jetzt gar nicht. Collectibles Documents. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es Inventory ist auf die gleichen. Aber wir haben nicht viel Geld. Also wir haben bis auf 50 Goldstücke alles ausgegeben da beim Schwarzmarkthändler. So, und wenn wir da jetzt durchgehen, das ist der Durchgang zu der Foundry in Cinderfell, dann starten wir das Kapitel 2, Dust to Dust, Staub zu Staub. Und das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Ich mache da jetzt noch kurz ein Speicherli. Dreh mich noch einmal um, sag Pfirten und gute Nacht, habt eine schöne Zeit, ein schönes Spiel. Wir sehen uns im Bälde wieder. Habe die Ehre.